Ich erkläre es Ihnen jetzt erst einmal. Das sammeln wir wieder ein. In dieser Runde geht es um Antworten. Von jetzt ab wird es also sehr, sehr viel Ausland dabei. Da lese ich jede Frage vor, wie immer. Lese ich jede Frage vor. Wenn die Frage nicht beantwortet wird, kann der andere durch eine rein sportliche Leistung das wieder ausgleichen. Hier haben wir einen Formel-1-Wagen. Mit diesem Wagen hat noch 1982 Alburetti ein Grand Prix gewonnen. Inzwischen dient er schon mehr solchen Zwecken, Ausstellungen und so Scherzen. Der ist jetzt also, Sie sitzen zum ersten Mal also wirklich in einem Formel-1-Wagen. Und da werden Sie froh sein, was immer für Sie ein Auto haben, dass Sie nicht privat einen Formel-1-Wagen fahren. Wir geben eine gewisse Geschwindigkeit vor, es sind ungefähr 315 Stundenkilometer, das bedeutet ja nichts. Fährt ja heute jedes zweite Auto schon, wenn es auch mehrere Stunden manchmal dazu braucht. Und Sie lenken. Und wenn die erste Frage nicht beantwortet, müssten Sie 20 Sekunden unfallfrei fahren. Bei der zweiten Frage 30 Sekunden, bei der dritten Frage 40 Sekunden. Ich sage es nur so ausführlich, dass es keine Irrtümer gibt. Wer bei Ihnen fährt bei Ihnen? Sie fahren. Sie passen da auch gut rein. Sie sind schlank. Wer fährt bei Ihnen? Ich. Sie fahren. Sie passen noch besser rein, noch schlanker. Ich sage Ihnen gleich, suchen Sie nicht das Gaspedal. Das brauchen Sie nicht. Das Tempo wird elektronisch vorgegeben. Sie brauchen nur zu steuern. So, dann mache ich den Anfang. Vorhin habe ich Sie, mache ich mit Ihnen den Anfang. Sie sind so nett und gehen mit Mr. Walsh in die Kabine. Sie fahren. Bitte. Nehmen Sie Platz. Ich muss also ein bisschen kontrollieren. Geht gleich los. Vielleicht kann ich Ihnen auch helfen, da hineinzukommen. Ich habe versucht, reinzukommen. Ich hätte gern da mitgefahren. Der Wagen war dagegen. Ich kann nur Formel 0 fahren. Die Beine reichen nicht. Mit dem Hintern bin ich schon reingekommen. So. Hauptsache ist, dass Sie das Bein da noch ein bisschen wegbringen. Kann ich nicht. Doch, das ist ja schon weg. Ja, doch. Und kleine Ausschläge mit dem Steuer. Kleine. Mhm. Kleine. Der reagiert eben wie ein Formel-1-Wagen. Kleine Ausschläge. Aber die erste Frage beantwortet sie uns. Das weiß ich. Und die zweite nicht, das weiß ich auch schon. Wer weiß. Die haben wir so gemacht, dass gefahren wird. Ich hoffe jedenfalls. Wie heißen, achso, Sie sprechen Deutsch. Wie heißen die Eingeborenen des französischen Überseeterritoriums Neukaledonien? Also Kartoffeln ist was. Nein. Kaldochen und Kanaken. Ja, die Eingeborenen. Die Eingeborenen sind die Kanaken. Ja. Andere sind ja die Franzosen. Ja. Das sind ja keine Eingeborenen. Die sind dahin ausgewandert. Ich habe dann Eingeborenen gefragt. Ist doch richtig. Kanaken. Gut. Sie wollten zeigen, was Sie alles wissen, aber es war gar nicht gefragt. Die Kanaken. Die Kanaken, das heißt einfach. Und das ist bei uns so ein Schimpfwort, Kanaken, nicht? Und dabei heißt das übersetzt nichts anderes als Menschen. Aber wenn man sich auf der Welt umschaut, ist es gar nicht so verkehrt, wenn Mensch ein Schimpfwort ist. Nehme niemanden aus, auch mich nicht. So, unter welcher Flagge, und jetzt würde ich schon langsam mal überlegen, wie Sie in die Kurve gehen. Unter welcher Flagge fährt der größte Autotransporter der Welt? Sie würden das vielleicht wissen. Der größte Autotransporter auf dieses Fahrzeug? Dieses Schiff gehen 6.400 PKWs. Und unter welcher Flagge fährt er? Da müssen Sie passen, das sollen Sie auch. Er fährt unter schwedischer Flagge, der größte Autotransporter der Welt. Per Olaf schaut mich an und sagt, es gibt auch einen finnischen, der ist noch größer. Da gehen 6.441 drauf. Nein. MS Medea. 6.400 Autos, wie viele Millionen das sind. Die Versicherungssumme, die Verantwortung für den Kapitän und die Mannschaft. 6.400 Autos. Und wir haben hier eins. Und das reicht. Monsieur Lonkel, ja. Es geht jetzt gleich los. Es ist die zweite Frage nicht beantwortet. Sie müssen 30 Sekunden mit kleinen Ausschlägen. Darf ich bitten, Herr Rennleiter, es geht los. Jetzt fahren Sie 312, 13, 12, immer so darum. Erste Kurve, Vorsicht. Oh, gut. Gut, auf dem Rasen passiert ja nichts. Da kommen Sie. Vorsicht. Oh! Gut! Hervorragend, bleiben Sie drin. Aber klasse.
Und auch das wäre gegangen hier. Schönen Abstand. Wirklich schön, nicht? Sehr gut gefahren. Donnerwetter. So, die dritte werden Sie beantworten. Er fährt doch so gerne. Wie hieß der kürzlich verstorbene Komponist, der zu dem Film Der dritte Mann dieses berühmte Harry Lime-Thema komponiert hat? Auf der Zither. Der ist gerade jetzt gestorben vor kurzem. Den kennen Sie nicht? Nein? Kennen Sie nicht? Anton Karas. Stimmt's? Ja, sicher. Ja, na was. Anton Karas. Aber er freut sich, er fährt auch so gerne. Und jetzt noch 40 Sekunden. Hm? Gar nicht so einfach. Monsieur Piquet? Ja, danke. Es ist kein... geht wieder los. Jetzt wird es etwas schwieriger. Oi! Oi! Hat nicht geklappt. Kann ich Ihnen helfen? Geht's? Es geht schon. Es geht? Aber Sie haben das fabelhaft gemacht. Das ist nämlich verdammt schwierig. Bitte. Bravo, sehr gut, sehr gut.